Ich öffne vor Weihnachten bereits alle Türchen des Nutella Adventskalenders für 30 Euro, um zu schauen, ob der Kalender es wert ist oder ob ihr euer Geld lieber sparen solltet. Starten wir auch direkt mit dem ersten Türchen. Wenn ihr mich übrigens nicht kennt, ich bin Max Fancy, der König der Adventskalender. Und im Türchen Nummer 1 sind Nutella Biscuits. Boah, ich schwör's euch, die sind so lecker. Nach denen kann man süchtig werden. So, Türchen Nummer 2 ist hier. Und es ist drin. Und ein Nutella-Schlüsselanhänger. Wie geil sieht der denn aus? Also es geht schon mal gut los. In Türchen Nummer 3 ist... Boah, eins meiner Favorites. Nutella to go. Boah, ist das krank. Das ist ein guter Adventskalender zum Start. Denn ich möchte bis Weihnachten so viele Adventskalender wie möglich öffnen. Ich nehme alles, was ich in die Finger kriege. Also folgt mir gerne, um weitere Adventskalender nicht zu verpassen. Scheiße, ich habe gerade falsche Türchen aufgemacht. Das ist Türchen Nummer 16. Ein Be Joyful. Hä, kenne ich gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung, was es ist, aber super lecker. Aber in Türchen 4 wäre eigentlich... Oh! Okay, nochmal das gleiche drin. Türchen Nummer 5. Ey, wieder dasselbe? Da hätten sie jetzt schon noch ein bisschen Abwechslung reinbringen können. By the way, Abwechslung. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche weiteren Adventskalender ich noch auspacken soll. Egal, weiter geht's. Kommen wir zu Türchen Nummer 6. Eins der besonderen Türchen und da ist einfach ein Mini-Nutella drin. Hallo? Wieso geht es so schwer auf? Ach, hier. Türchen Nummer 7. Und da ist nochmal Nutella zum Löffeln drin. Mal gespannt, ob es da noch irgendeine Neuheit gibt, die da noch rauskommt. Das wäre cool. Oh, Türchen Nummer 8 ist groß. Eieiei, es sind wieder Biscuits. Aber Türchen 9 ist auch nochmal groß und es ist drin. Hä, wie geil. Ein Nutella-Kartenspiel. Hä, wie cool. Das ist einfach Uno in Nutella-Form. So, öffnen wir Türchen Nummer 10. Da ist drin nochmal ein Nutella. Ah, Türchen 11 ist wieder ein größeres Paket. Da ist drin nochmal Nutella-Biscuits. Irgendwo, ich spüre es, da kommt noch was richtig Geiles raus. In Nummer 12 ist nochmal so ein Ding. Keine Ahnung, wie das heißt. Wie heißt das Teil? In Türchen Nummer 13 ist dann nochmal ein Nutella to go drin. Ich habe jetzt einfach bald einen Jahresvorrat an Nutella nach dem Kalender. In Türchen Nummer 14 nochmal Nutella to go. Nummer 15 ist nochmal ein Nutella B, keine Ahnung was. In Türchen Nummer 17 nochmal ein Nutella to go. Türchen Nummer 18. Oh, was ist das? Ey, das ist eigentlich richtig cool. Das ist einfach ein Nutella-Ausstecher für Plätzchen. Also mein Highlight war bisher das Uno von Nutella. Und in Türchen Nummer 19 ist nochmal ein Bi-Nutella drin. Also ich glaube, an Weihnachten kommt nochmal ein richtiger Kracher. Ich bin so gespannt, was im letzten Türchen drin ist. In Türchen Nummer 20 ist ein Nutella Bi XY. Hinter Türchen Nummer 21 verbirgt sich nochmal ein Nutella to go. Hinter Türchen Nummer 22 ist wieder groß. Befinden sich nochmal Biscuits. Das vorletzte vor Weihnachten quasi ist nochmal ein Nutella to go drin. Und das große Finale jetzt in Türchen 24. Komm bitte, lass das richtig Cooles drin sein. Ist Nutella Socken. Also wenn man Nutella liebt, ist der Adventskalender sein Geld auf jeden Fall wert.